In diesem Video stelle ich kurz mein neuestes Modul von M5 Stack vor, den Cardputer. Ich habe den Cardputer, übrigens finde ich das einen tollen Namen, schon eine Weile in meinem Besitz, hatte aber bisher noch keine Zeit, näher darüber zu berichten. Aber nach dem Titel geht es dann los. Der Cardputer ist ein tragbarer Computer in Kreditkartengröße. Das Herzstück vom Cardputer ist das M5 Stamps S3 Board, ein Mini-Entwicklungsboard auf Basis des ESP32 S3 Chips. Ein Video zum M5 Stamp findet man beim Klick in die rechte obere Ecke. Der Cardputer verfügt über einen leistungsstarken Dual-Core-Prozessor, unterstützt Wi-Fi-Funktionalität und integriert verschiedene Peripheriegeräte und Sensoren, wodurch er sich ideal für eine schnelle Funktionsprüfung, industrielle Steuerung und Heimautomatisierungssysteme eignet. Die 4x14, also 56 Tastentastatur und der 1,14 Zoll TFT-Bildschirm ermöglichen Benutzern die einfache Eingabe und Anzeige von Informationen. Das integrierte digitale MEMS-Mikrofon SPM1423 und der eingebaute Lautsprecher ermöglichen Sprachoperationen wie Aufnahme, Aktivierung und Audiowiedergabe. Der Infrarotsender ermöglicht die Interaktion mit externen Geräten wie Fernseher oder Klimaanlagen über Infrarotsteuerung. Und der Cardputer bietet eine Grove-Schnittstelle zur Erweiterung mit Sensoren wie Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Lichtsensoren und Drucksensoren, mit der Benutzer je nach Bedarf verschiedene Funktionsmodule hinzufügen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Der Cardputer verfügt außerdem über einen MicroSD-Kartensteckplatz zur Erweiterung des Speicherplatzes. Benutzer können Programmcode, Datendateien, Bilder, Audio und andere Ressourcen auf die MicroSD-Karte speichern. Das Gerät wird von einer internen Lithium-Batterie mit 120 mAh und einer Batterie mit 1400 mAh in der Basis angetrieben, so dass Sie sich keine Sorgen um die Batterielebensdauer machen müssen. Darüber hinaus verfügt der Cardputer über integrierte Batterielade- und Spannungsregelungsschaltungen, die Spannung und Strom automatisch anpassen, um die Batterie und das Gerät zu schützen. Die Basis des Cardputers ist mit einem Magneten ausgestattet, sodass er an Metalloberflächen wie zum Beispiel am Kühlschrank oder am Whiteboard befestigt werden kann. Darüber hinaus ist die Struktur des Cardputers mit Lego-Locherweiterung kompatibel, sodass Benutzer mit Lego-Steinen noch interessantere Designs erstellen können. Allerdings passten meine Original-Lego-Steine nicht in die Löcher auf der Rückseite. Die waren minimal zu klein. Schade. Allzu dicke Finger, wie ich, sollte man nicht haben, um die feine Tastatur zu bedienen. Aber nach einiger Zeit und Übung geht es dann doch und man kann sich den angebotenen Programmen widmen. Eingeschaltet wird der Cardputer auf der Rückseite und sofort erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
Beim Druck auf die Return- oder OK-Taste erscheint ein Menü mit Icons, die sich mit der Rechts- oder Links-Taste verschieben lassen. Die Auswahl geschieht dann wieder mit der Return-Taste. Leider sind es nur Demo-Programme, die nur teilweise funktionieren. Sie geben aber schon ein gutes Bild ab, was mit dem Cardviewer möglich ist. Auf der Rückseite befindet sich noch ein Reset und ein Go-Taster. Reset setzt den ganzen Computer zurück und Go wechselt dann wieder die Funktion. Auf der Tastatur gibt es auch noch auf der linken Seite die Funktionstasten mit ähnlichen Funktionen wie bei einem PC. Und rechts ist sozusagen ein Block mit Pfeilen hoch, runter, rechts und links. Und dann findet man noch die wichtige Return- oder OK-Taste sowie Escape und Tab. Aber zu was kann man denn nun den Cardviewer benutzen? Nun, da gibt es ja schon eine recht große Auswahl, auf die man mit dem Programm Burner von M5Stack zugreifen kann. Nach dem Download unter der angegebenen URL und dem Entpacken startet man den Burner. Es erscheint ein Startbildschirm, auf dem man erst auf der linken Seite seinen Cardviewer auswählen muss. Danach erscheint eine Auswahl an vielen Programmen, von denen allerdings am Anfang die Auswahl an böse Buben- und Mädelsprogrammen auffällt, wie Bruce, Nemo, Evil, Marauder, Shark und viele weitere. Vor allem Stör, Ausspäh und die Autofunktion sind anscheinend sehr beliebt. Da werde ich nun nicht näher darauf eingehen, die sind schon eingehend besprochen und außerdem sind einige dieser Programme in Deutschland nicht erlaubt. Dafür gibt es aber weiter tolle Programme, wie zum Beispiel eine Doom-Version in Farbe. Man muss aber schon gute Augen haben, aber dann macht es unheimlich Spaß. Auch Gameboy-Simulatoren in Schwarz-Weiß und in Farbe kann man sich auf den Cardviewer brennen, daher auch der Name Burner. Im Internet findet man dann auch die entsprechenden ROMs, die man allerdings zuerst auf eine SD-Karte laden muss. Dort wird sie dann gefunden und kann eingelesen und gespielt werden. Und hier rennt ein Super Mario um sein Leben. Der Cardviewer dient ja nicht nur zur Belustigung und zum Spielen,
sondern kann auch für ernstere Sachen eingesetzt werden. So habe ich zum Beispiel eine kleine Wetterstation mit einem DHT11 aufgebaut und am Groveport angeschlossen. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass der Port A am Cardputer nicht dem Standard eines Groveports entspricht. Erstens passt ein normaler Stecker nicht hinein, da muss man den Halteclip abschneiden. Und zum anderen sind die Farbbezeichnungen bei Gelb und Weiß vertauscht. Aber wenn man das festgestellt hat, soll es keine weiteren Probleme geben. Der Bildschirm zeigt die Temperatur in Grad Celsius und mit der FN-Funktionstaste kann man umschalten auf die Luftfeuchtigkeit in Prozent. Und die kann ich dann auch noch etwas mit meinem Daumen beeinflussen. Diese Applikation habe ich dann eine weitere Wetterstation. Ein Wettermännchen zeigt mir auch hier die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit in meinem Heimatort. Das sind Daten, die über das Internet bezogen werden und dann über eine API-Funktion angezeigt werden können. Die Konfigurationsdatei zum Webzugriff sind in einer Datei unter dem Namen config.txt auf der SD-Karte gespeichert. Auch hier kann ich mit den Pfeiltasten die Darstellung ändern und wieder zurückkehren. Ein weiteres Programm und auch das letzte in diesem Video ist der Gebrauch eines Ultrasonic-Sensors mit dem Cardputer. Dieser Sensor wird auch wieder an den Port A angesteckt und das Programm wird geladen oder besser gesagt gebrannt und los geht es. Unser Cowboy will sich da wohl etwas anschleichen. Aber unser Entfernungsmesser passt gut auf und gibt Alarm. Der Cardputer von M5Stack ist schon ein faszinierendes Werkzeug, mit dem man ganz gute Ergebnisse erzielen kann. Dass es manche kleine Probleme gibt, wie ein nicht ganz kompatibler Groveport oder wie bei mir zu enge Löcher für die Legosteine, ist wohl dem kompakten Design zu verdanken. Da muss man öfters mit der spitzen Hand arbeiten. Aber ich würde ihn trotzdem empfehlen. Beim Kauf aber bitte auf den Preis achten, sonst wird man leicht übers Ohr gehauen. Besonders bei eBay sollte man ganz genau prüfen. Nun sage ich danke fürs Anschauen und Grüße aus dem Saarland. Tschüss und Salü. Mein Bild aus dem Saarland zeigt den Baumwipfelpfad an der Saarschleife.